Ich kriege manchmal zu hören, dass die Leute sagen, sie haben nicht genug Geld für faire Mode. Ich habe gelesen, jeder Deutsche kauft sich 60 Kleidungsstücke im Jahr. Der mündige Verbraucher muss informiert werden. Mit deinem Einkauf entscheidest du auch über die Lebensbedingungen von Menschen. Mir sind eben auch vor allem die fairen Löhne wichtig und die sozialen Standards. Wir sind heute in Berlin und haben hier eine Podiumsdiskussion und wollen eine größere Diskussion entfachen über das Thema Nachhaltigkeit, über das Thema soziale Fairness und vor allem die Arbeitsbedingungen und Life Wages, weil wir finden, da geht zu wenig voran. Wir wollen heute über zwei Dinge diskutieren. Einmal die Frage, braucht es mehr Regulierung für mehr Nachhaltigkeit? Und dann die zweite Frage ist, wie schaffen wir es endlich, existenzsichernde Löhne in der Textilbranche durchzusetzen? Wir kommen zu Nanda Bergstein zum Thema Nachhaltigkeit. Wo stehen wir? Fairness in unfairen Zeiten. Herzlich willkommen, Nanda Bergstein. Die Bühne gehört Ihnen. Die Zeit für Diplomatie und für Einzelmaßnahmen ist vorbei. Wir müssen mehr tun, wir müssen mehr wagen und zwar gemeinsam. Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern produzieren Produkte für den Konsum. Die Arbeit ist hart. Wir in diesem Raum würden diese Arbeit wahrscheinlich nicht freiwillig tun. Und trotzdem können sie von dem Lohn, den sie verdienen, ihre Familien nicht ernähren. Durch fairen Handel, meine Damen und Herren, schaffen wir die größten Entwicklungsimpulse in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Man kann da wirklich viel verändern, aber man muss einfach hinschauen. Und ich glaube, da muss man einfach als Konsument ein Bewusstsein entwickeln. Das haben noch nicht alle. Ich hatte, das muss ich zugeben, vor ein paar Jahren auch nicht, bis der Minister mich da drauf gestoßen hat. Er war tatsächlich für mich der Anstoß, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Wenn man dann aber mal drauf schaut, dann macht es auch Spaß, weil dann kauft man auch mit einem ganz anderen Bewusstsein und mit einem viel besseren Gewissen ein. Der mündige Verbraucher muss informiert werden und er muss einfache Informationsmöglichkeiten haben. Das halte ich für ganz entscheidend. Das Image von Ökomode, das hat sich sehr gewandelt. Und zu sagen, Ökomode sind nur braune Strickpullis, das ist auf jeden Fall ein Ding der 90er Jahre. Aber wir sind 2019 und faire Mode sieht super cool aus und kann zu 100% mit herkömmlicher Mode mithalten. Nachhaltiges Handeln und Agieren ist alternativlos, weil die Religion der Zukunft ist Nachhaltigkeit und die neuen Generationen, die leben ganz anders und die wachsen ganz anders auf. Für die wird Nachhaltigkeit ein ganz anderer Stellenwert sein. Es muss ein Gesetz geben, das dafür sorgt, dass es einen sogenannten fairen Wettbewerb gibt, wir nennen es einen Equal Level Playing Field, damit Unternehmen konkurrieren, das ist wichtig, aber eben nicht zulasten von Menschen und der Umwelt. Das hier war eine angenehm offene, ehrliche und manchmal auch schonungslose Diskussion. Also hier waren Experten beisammen. Hier konnte auch keiner dummes Zeug erzählen, weil das wäre sofort entlarvt worden. Und was für mich persönlich neu war, ist, wie schwierig es ist, ein gutes Unternehmen zu sein. Es müssen immer Champions vorausgehen und Tchibo ist eines der nachhaltigsten, 2016 das nachhaltigste Unternehmen in Deutschland, prämiert. Ich wünsche mir das auch 2019.